So, for reasons I don't quite remember, I submitted this talk as English. So, I suppose I should do it now because people watching on the stream or something like that. Is anyone here not speaking German? Well, soll ich in Deutsch machen? Okay, dann mache ich in Deutsch. Das wird auch schöner. Okay, so, wer bin ich? Ich bin Tabasco Eye, bin aus dem Hackerspace-Raum Zeitlabor in Mannheim. Die meisten kennen mich wahrscheinlich als den Phaser Operator. Das ist mein 40 Watt CO2-Lasercutter, den ich irgendwie zu reichlich CCC-Veranstaltungen mitgeschleift habe und Laptops und Handys graviert habe, bis zum geht nicht mehr. Mein normaler Job ist nicht Reverse Engineer oder Security Research oder sonst irgendwas. Also damit verdiene ich meine Brötchen nicht, deswegen habe ich davon eigentlich auch nicht so viel Ahnung. Aber es macht trotzdem Spaß, deswegen mache ich es halt. Ja. Bitte? Ja, die knallt dann dauernd zu, weil Wind geht. Ja, genau. Mal Reverse Engineer das mal. Ja. Vielleicht nicht so, naja. Ja, worum soll es heute gehen? Es geht um den OP1. Das ist dieses hübsche Gerät. Hochauflösendes Pressefoto. Direkt von der Webseite geklaut. Was ist das? Es ist der Portable Wonder Synthesizer, wie es der Hersteller nennt. Also der Hersteller ist Teenage Engineering aus Schweden. Die haben jahrelang so Design Consulting eigentlich gemacht und das war deren erstes Produkt. Es ist eine All-in-One Portable Music Production Box, also man hat halt so einen 4-Spur-Tape-Recorder da drin, man hat einen Sampler da drin, man hat Synthesizer Engines, 9 Stück, Klammer auf, oder auch mehr, Klammer zu. Es gibt Sequencer, Low-Frequency-Oscillators, Effekte, alles, was man so in so einem Gerät haben will. Das Ding ist auch ein USB-MIDI-Controller, in und out. Und auf der Website des Herstellers nennen sie das Display, was das Ding hat, ein Vector-Based AMOLED-Display. Also die Bildschirme, die sie anzeigen sozusagen, also die ganze Anzeige ist hauptsächlich schwarz, mit nur dünnen, farbigen Linien, was dazu führt, dass dieses AMOLED-Display bei schwarzen Pixeln keinen Strom zieht, deswegen hält die Batterie extrem lang. So, aber dieses Vector-Based-Ding, das hat mich ja irgendwie so ein bisschen, weil das hat mich so an Asteroids und den Vectrex und Oszilloskope oder so, aber so AMOLEDs sind halt Pixel. Also behalte das mal im Hinterkopf. Die coolen Features von dem Ding. Es ist ein Accelerometer eingebaut, wie in eurem Telefon auch. Dieser Accelerometer kann auf nahezu alle Parameter von allen möglichen Effekten oder Synthesizer-Engines oder sonst was gemappt werden. Und dann kann man so lustige Dinge machen, wie so einen Ton beeinflussen, indem man das Ding bewegt. Eigentlich wollte ich das hier auf diesem Teil zeigen, aber das scheint irgendwie nur in den anderen Sälen zu funktionieren. Aber wenn man hinterher keine Zeit mehr haben, weil Starbucks seinen Vortrag machen will, können wir einfach in einen von den oberen Räumen gehen. Und dann noch damit ein bisschen rumspielen. Dann kann ich auch mal zeigen, was für Töne rauskommen und all sowas. Es ist auch ein Radio eingebaut, FM-Radio, von dem man direkt auch samplen kann. Also wir könnten hier zum Beispiel schön Radio Darmstadt und dann das schöne Ratatatada, was da immer kommt, samplen und daraus einen Track bauen. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte den Schock geringer halten, deswegen... es ist auch ein Spiel eingebaut, wo man halt merkt, dass diese Firma einfach so sehr verspielt ist und ein bisschen Sachen ausprobiert. Das ist so eine Art Moonlander als Helikopter, ist alles so ein bisschen ja, lustig. Und ja, wie gesagt, es hat großartige Grafiken einfach, die visualisieren, was da gerade in dem Gerät passiert. Also einfach mal irgendwie so ein paar Übersichten. Wie gesagt, Hintergrund schwarz zum Stromsparen und dann dünne, klare Linien in so einem vorgegebenen Farbschema. Das hat auch einen Grund, weil alles, was blau ist, bearbeitet man mit diesem hier. Alles, was grün ist, mit diesem. Alles, was weiß ist, mit diesem. Alles, was rot ist, mit diesem. Also die komplette GUI ist halt einfach so intuitiv color-coded, damit man irgendwie schon weiß, was man denn jetzt zumindest manipulieren wird, wenn man an den Knöpfen dreht. Noch ein paar Bilder. Das sind die Synth-Engines. Effekte, da sieht man auch wieder, wie gesagt, diese Verspieltheit. Am schönsten finde ich diese Kuh. Das ist auch ein total super Effekt.
Das ist, ich kenne mich mit, also ich habe keine Ahnung von Synthesizern, sollte ich vielleicht dazu sagen. Es ist ein, ja, aber ein Delay mit Feedback und ja. Also genau, wegen der vier Mägen und dem Wiedercoin ist so ein, es hat alles so seinen Sinn. Der Boxer ist irgendwie ein Kompressor, genau. Und dann gibt es halt irgendwie Bitcrusher und Echo, also und die Sachen. Also die Idee von dem Gerät ist ja auch so ein bisschen, dass ich nicht wissen muss, was das macht, weil ich kann ja einfach drauf rumdrücken und damit spielen und das soll so ein bisschen die Kreativität an dem Ganzen fördern. Ja, und es gibt eben auch Betriebssystem-Updates, weil das dann auf dem Ding läuft eine Firmware. Dementsprechend gibt es auch Updates für. Dann hat ein netter Mensch auf seiner Webseite einfach mal alle Updates als Archiv gehostet, weil auf der Webseite vom Hersteller kriegt man immer nur die gerade aktuelle Version. Und die, ja, die ersten zwei Ziffern nach dem Underscore sind das Jahr. Also das Gerät kam auch 2011 raus. Und 2014 kam halt die letzte releasede Firmware raus. Also deswegen warten die Leute schon die ganze Zeit, dass es da mal wieder was Neues gibt. So, wie war das bei mir? Ich wollte so ein Ding haben und die Hipster in Berlin müssen ihre Miete bezahlen, deswegen verkaufen sie die Dinger für deutlich weniger Geld, als es normalerweise kostet. Der Verkaufspreis, wenn man das bei der Firma kaufen will, ist 950 Euro. Ja, das war ungefähr meine Reaktion. Aber wenn man auf eBay geht, wie gesagt, alles, was man so auf eBay an OP1 sieht, ist eigentlich immer irgendwie Kreuzberg, Friedrichshain. Weiß man nicht. Wie, also klar, die Mieten steigen. Deswegen bin ich relativ günstig an dieses, also extrem günstig an dieses Ding gekommen. Im Mai 2014, Ende Mai kam dann zufällig gerade wieder eine neue Firmware da von denen raus. Habe ich mir dann runtergeladen und dachte mir, .op1. Das hat mein Interesse geweckt. Naja, ich bin sehr faul, deswegen habe ich dann einfach Binwalk drüber laufen lassen. Die ersten 4 Bytes hat Binwalk übersprungen. Das hat sich dann später herausgestellt, dass das einfach eine CRC32 über den gesamten Rest von der Datei ist. Und der gesamte Rest von der Datei ist dann ein LZMA-komprimiertes TAR-Archiv. Wenn man das auspackt, dann sieht das so aus. .ldr. Ja, danke. Wenn man aber in Content reinguckt, Datenbanken? Okay. In Audio sind tatsächlich die RAW-Files, die Factory-Presets von den Synthesizern sind. Also die kann man einfach in Audacity reinwerfen, abspielen, aber das ist halt, was auf dem Gerät eh drauf ist. Display fand ich ganz interessant. Und das ist voller SVG-Files. Also denen, die man tatsächlich auch auf dem Gerät sieht. Vector-based. Okay. Ja. Was ich ganz interessant fand, war, dass einige SVGs mehr in diesem Verzeichnis liegen, als man jemals sieht, wenn man alle Funktionen des Geräts ausprobiert. Fand ich dann auch wieder spannend. Und die DB-Files sind tatsächlich SQLite-Datenbanken, ja. Diese LDR-Files haben mir irgendwie Rätsel bereitet. Ich habe ein bisschen gegoogelt und das Einzige, was ich fand, war ldraw.org als. Die haben auch LDR als Dateiname. Das ist aber ein Lego-CAD-Tool. Das habe ich jetzt für so mittelrealistisch gehalten. Aber wäre natürlich auch ganz lustig gewesen. Kommen wir aber später noch zu. So. Unter diesen DB-Files war eine sehr schöne, nämlich Kerntable, die tatsächlich festlegt, wie das Kerning zwischen den Buchstaben, die das Ding anzeigt, sind. Und wenn man dann so Werte sieht wie -10,799998, weiß man, dass man es mit Designern zu tun hat. Eine andere schöne SQLite-Datenbank, die da drauf ist, ist OP1 Factory DB. Stellte sich später raus, das sind die Settings, die das Ding nimmt, wenn man ein Factory Reset durchführt. Da gibt es einen Table, der heißt FX-Types, das sind tatsächlich die Effekte, die sind auch so benamst, wie man sie in dem Display sieht, wenn man da dran rumstellt und wenn man nochmal auf diese ID guckt, wo sind 1, 2 und 6? Auch interessant. Da brauchen wir erstmal mehr Infos. Jetzt ist es so ein 950 Euro teures Gerät.
Also ich schraube ja immer gern alles auf, was ich mir kaufe. Aber da hatte ich so ein bisschen Skrupel. Habe ich gedacht, googelst du erstmal. Und dankenswerterweise gibt es Leute, die hatten weniger Skrupel als ich, haben das Ding einfach aufgeschraubt. Ist auch gar nicht so viel drin. Aber wie man, also wer bei den Bildern am Anfang dachte, das ist irgendwie so ein Block Plastik, nein, das ist ein Block Aluminium. Also das Ding hat schon eine gewisse Wertigkeit so. Aber nicht 950 Euro, egal. Schön ist, dass das Display doppelt so groß ist, wie angezeigt wird. Da vermute ich mal, dass sie irgendwie ein Ewald-Board hatten und gesagt haben, naja, auf dem Ewald-Board läuft's. Nehmen wir dasselbe Display, ist irgendwie, wir haben keine Zeit zu entwickeln, weil es ist auch eine sehr, sehr kleine Firma. Anderes schönes Detail. If you can read this, your warranty is gone. Sorry. Immerhin entschuldigen sie sich sogar. Also ich meine, so hey, du warst neugierig, aber tut uns leid. Und sehr schön ist auch das PCB selbst mit dieser ganzen Bedruckung hier. Also man achte auf Grandmaster Flash, ist der Flash-Chip. Oder das sehr gut platzierte Bohrloch hier bei Gear. Und auch der Rest von dem PCB, also Financial District, Union Square, Empire State Building, Battery Park, das ist halt so Manhattan. Und ich habe ein Interview mit einem von den Leuten von Teenage Engineering gesehen, wo er auch erklärt hat, dass das tatsächlich auch hilfreich war. Bei Hardwarefehlern konnte man dann halt sagen, so irgendwas ist im Bereich Soho. Und man merkt halt auch, wie viel Spaß die haben an Sachen, die nie ein Kunde sehen sollte. Naja. richtig, fuck yeah. So. Ach ja, genau. Was man auch auf dem Bild gesehen hat, ist, dass da, das ist die CPU und da steht schön Blackfin, Analog Devices, bla bla. Also wissen wir jetzt erstmal, was das Ding überhaupt als Herz hat und wie es tickt. Es sind Blackfin DSP. Die werden zum Beispiel auch in so Sachen wie Rigol-Oszilloskopen benutzt. Wird später noch so ein bisschen interessant. Gibt irgendwie 16- und 32-Bit-Instruktionen. Gibt auch so parallel ausgeführte Instruktionen. Eigentlich unterstützt das Ding auch was sich Lockbox nennt. Das ist irgendwie so Secure Boot, signierte Firmware, bla bla. Da dachte ich schon so, okay, könnte blöd werden. Ist aber anscheinend einfach aus. auf diesen Blackfins gibt es so, auf den Ewald-Boards ist typischerweise erstmal ein UC Linux drauf. Es gibt aber auch Visual DSP++, was deren Entwicklungsumgebung ist. Und den dazugehörigen Visual DSP Kernel, glaube ich, VDK. Da kostet eine Lizenz $3,500. Eine. Und deswegen, ja, keine Option, das zu benutzen, um damit rumzuspielen. Aber mal gucken. Und wie sich dann endlich rausstellte, diese LDR-Files sind tatsächlich Blackfin-Loader-Files. Dann habe ich mir halt ein bisschen Blackfin-Doku durchgelesen. Also, es ist nichts mit Lego, sondern es sind so eine Art komprimierte Dateien, was die CPU beim Booten aus dem Flash liest, um zu wissen, wie sie ihr Speicher mit Inhalten befüllt, kann man so sagen. Also es sind einzelne Blöcke, jeder Block hat einen Header, in dem Header steht drin, zu welcher Speicheradresse soll dieser Block hin, mit noch so ein paar Flags, die es gibt, die noch so ein bisschen bestimmen, was damit gemacht werden soll. Und es gibt eben Blöcke, die keinen Inhalt haben, sondern nur einen Flag, füll bitte mal ab dieser Speicheradresse mit x Nullen oder Einsen. Das ist sozusagen die Kompression dann dabei. Ja, da habe ich noch, genau, das ist irgendwie aus der Blackfin-Doku, also ganz rechts ist dieses LDR-File mit den Blöcken und den Headern, die liegen irgendwie im Flash und beim Booten werden die dann in L1-Memory, SD-RAM, je nachdem, was in dem Header steht, werden die Blöcke da so hingeschoben beim Booten. Dann fingen meine schlechten, nicht vorhandenen Python-Skills an, weil ich dachte immer noch, ja, das ist, wenn das Ding UC Linux läuft, dann muss ich ja irgendwie nur dieses komische LDR-Format in irgendwas Brauchbares umwandeln und kann dann total Lead-Hacker-Skills anwenden. Beides ein Trugschluss. Ich habe versucht, in Python so ein Ding zu schreiben, was die Header-Informationen nimmt für die Blöcke und dann da irgendwie wieder eine Datei draus generiert. Ich habe allerdings die ganzen Zieladressen einfach ignoriert, wollte erstmal, dass die Datei wieder so aussieht, wie sie aussehen soll, also eben keine Lücken dazwischen wegen den Füllnullen oder Fülleinsen und so weiter. Hab damit irgendwie angefangen und dann
Das war alles im August 2014, also relativ kurz, nachdem ich das Gerät gekauft habe und habe dann irgendwann die Lust verloren. Aber wie gesagt, ist ja auch nicht mein Brötchenverdienst, hängt nicht daran, deswegen war mir das dann irgendwann egal. Und wenn ich sage für eine Weile, meine ich knapp 2 Jahre. Denn dieses Jahr auf der Musikmesse in Frankfurt hat Teenage Engineering einen Beta-Version des nächsten oder kommenden Updates des Betriebssystems vorgestellt. Es gibt so ein großes Fanforum, was so das Hauptforum für dieses Gerät ist. Das nennt sich Operator One. Die sind halt irgendwie total durchgedreht. So. Der Thread ist total explodiert. Und ich war, glaube ich, im Urlaub oder so und kam dann wieder und habe mal wieder so dieses Forum gelesen und dann wurde halt plötzlich irgendwoher diese Firma geleakt, also die Beta. Das hat natürlich wieder so ein bisschen meine Motivation reaktiviert. Dann dachte ich mir, packst du einfach mal in dieses Forum so relativ kommentarlos einen Diff zwischen dem letzten Release und dieser Beta. Weil da sind eben einige von den SVGs weg und es sind ein paar neue dabei. Okay, leuchtet ein, wenn es eine neue Firma ist. Das ging dann so ein bisschen hin und her. Dann hatte ich mir gedacht, ja, eigentlich könnte man mal probieren, ob man die entpackte Firma so wieder halbwegs packen kann und einfach wieder draufpacken, ob das Gerät die überhaupt annimmt. Das hat dann geklappt, also mit irgendwie ein bisschen TAR und XZ und die CRC im Hex-Editor händisch wieder vorne dran geschoben. Hat das Gerät die Firmware angenommen, obwohl die nicht binary same war, weil das, ich weiß nicht, mit was die das packen, aber nicht mit TAR und XZ anscheinend, weiß ich nicht genau. Wird wahrscheinlich alles diese Analog Devices Software einfach für die schon machen. Ja, wie gesagt, der Upload war erfolgreich, dann haben wir ein bisschen mit SVGs habe ich rumgespielt, um mal zu gucken, ob sie dann immer noch lädt, weil ja immer noch so ein bisschen diese Lockbox-Theorie in meinem Hinterkopf war, dass da gesichert ist, dass man nicht beliebig mit der Firma rumspielen kann. Und hab SVGs geändert. Also das hier ist nochmal der Diff. Wie gesagt, hier zum Beispiel Core SVG ist weg und dazugekommen neu sind eben Ether, Simple und Slump. Eventuell spielt er dazu mehr. Aber über diese Beta möchte ich eigentlich nicht so viel reden. Das war irgendwie mein erster Test. Also ich meine, wenn ihr das Gerät nicht kennt, wisst ihr nicht, wie das jetzt original aussieht. Normalerweise steht da Choplifter Beta und da ist so ein Felszeug außenrum. Das ist jetzt alles weg, weil ich die Datei mit Inkscape bearbeitet habe. Und die ist ursprünglich aus Adobe Illustrator. Inkscape denkt sich, och, schreibe ich neu. Also da kommen Zeilenumbrüche rein, ein riesiger Block Metadaten, die ganzen IDs werden anscheinend irgendwie nicht erhalten. Ist alles ganz komisch. Deswegen war das so semi-erfolgreich. Also eigentlich hatte ich da irgendwie so mehrere Farben eingebaut, um mal zu gucken, ob das Ding überhaupt alle Farben anzeigen kann oder ob sie das irgendwie künstlich auf dieses Farbschema, was ja doch recht eingegrenzt ist, begrenzt haben. Haben sie aber nicht. Nur Inkscape fand das irgendwie doof. Beziehungsweise das Gerät fand dann Inkscape doof. Daraufhin habe ich mal einen neuen Thread angelegt in diesem Forum Custom Firmware, weil war jetzt so die erste mir bekannte Custom Firmware, die mal auf dieses Gerät geladen wurde. Also ich habe zumindest vorher nichts dazu öffentlich gefunden. Kann sein, dass das jemand irgendwie in seinem Kämmerlein gemacht hat, aber nicht darüber geredet hat. Das möchte ich nicht anzweifeln, aber das war so das erste Bekannte. Daraufhin habe ich diesen Thread aufgemacht. Erstmal alles, was ich so rausgefunden hatte, da reingekippt. Also wie funktioniert das mit diesen SQLite-Datenbanken? Was sind diese LDR-Files? Wie sehen die aus? Wie funktionieren die SVGs? Was habe ich so an Open-Source-Software gefunden? Nämlich einfach nur Strings über das LDR-File ablaufen lassen. Also ja, FFS2, SQLite, Box2D, bla bla bla. Dann habe ich versucht anzufangen, dieses SVG-Konzept von denen zu verstehen. Also die Dateien sind mit unterschiedlichen Versionen von Illustrator gebaut. Und die meisten Animationen, die das Gerät so macht, während man damit rumspielt, funktionieren, indem sie einfach alle Vektoren drin haben und dann immer Display None mit Display, ich glaube Block oder sowas, wechseln. Und dann müssen halt die IDs und die Gruppen alle stimmen und es muss, genau. Deswegen, ich habe keinen Adobe Illustrator, aber ich kenne jemanden, der Adobe Illustrator hat. Deswegen vielen Dank an Flederati für die Experimente mit den SVGs.
und das designtechnische Können, das mir auch fehlt. Weswegen dann unsere ersten, also der allererste Upload, so ich habe was geändert an dem Gerät, war dann das. Also rechts original, links unsere Interpretation. Daraufhin ist das Forum wieder so ein bisschen explodiert. Die meisten Leute haben dann sowas gesagt wie, okay, you got my attention. Und dann hatte ich halt gehofft, dass vielleicht Leute auch irgendwie auf den Zug aufspringen und weil ich schon wusste, dass diese ganze LDR auseinandernehmen Sache so way out of my comfort zone ist. Das hat auch so semi geklappt. Achso, genau, dann haben wir als zweites direkt mal, also eigentlich sind diese Affen da rechts, beides diese Affen, das ist langweilig. Dann haben wir schön hier Animal von den Muppets genommen. Der ist auch animiert, das kann ich jetzt aber wie gesagt nicht zeigen, das können wir später nochmal angucken. Ja, genau. Trotzdem, wie gesagt, ich wollte irgendwie noch ein bisschen mir Hilfe holen oder die Leute dazu animieren, auch mit dran zu arbeiten. Habe deswegen nochmal alles so reingeschrieben zu diesem FX-Type-Table mit den fehlenden IDs. Habe da auch noch ein bisschen dran rumprobiert. Einfach anhand der SVG-Namen, die man so gefunden hat, die aber nie angezeigt wurden. Und das Erste, was ich ausprobiert habe, war eben Filter. Da ist das Gerät aber immer abgestürzt und hat irgendwie gesagt, Parameter Value out of range oder sowas oder invalid Parameter Value. Dann bin ich pennen gegangen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und Wavy aus dem Forum, Grüße nach Finnland, meinte irgendwie so, ja, funktioniert, habe ich unlocked. Indem er einfach andere Parameter von einem schon bestehenden Filter da reinkopiert hat. Also das habe ich auch probiert, aber er hat unten angefangen in der Liste, ich habe oben angefangen und hatte dann irgendwann keine Lust mehr, bin pennen gegangen. Er ist bis 4 Uhr wach geblieben und hat es dann halt irgendwie freigeschalten. Der sieht so aus. Es ist tatsächlich eher so ein Filter, wie es so die Synthesizer-Jungs wahrscheinlich kennen. Also HP ist ein High-Pass, da gibt es irgendwie 4 Stück. Es gibt einen Low-Pass, gibt einen Band-Pass, gibt einen Notch. Und dann kann man eben die Frequenz, Resonanz und Drive dann einstellen. Der ist tatsächlich schon echt lang in der Firmware, also wohl seit 2012, 2013. Warum der nicht freigeschalten ist, also ich habe so eine Ahnung, wahrscheinlich ist es halt nicht, ne, es ist zu nah an dem, was so ein Synthesizer sein soll. Es ist nicht so playful, nicht so hübsch, entspricht vielleicht nicht so der Idee, die diese Firma an das Gerät hat. Und vielleicht ist es auch nur zum Testen drin, keine Ahnung. Aber warum es halt noch in der Firmware drin ist, naja. Kann man jedenfalls jetzt freischalten, wenn man sich die Mühe macht. Und hat einen Effekt mehr. So, ja genau, danach, irgendwie 2 Tage später oder so, hatten wir eine andere Synthesizer-Engine freigeschalten. Die gibt es nur in dieser Beta, also die ist da neu hinzugekommen. Hat quasi keine Grafiken, keine Ahnung, ob die überhaupt weiterentwickelt wird und dann in irgendeiner finalen Release von der Firmware auch wirklich drin sein wird. Aber ist halt ganz interessant, okay, man hat wieder was Neues entdeckt. Mit den anderen SVGs, die drin sind, in der Firmware aber nie so richtig zu sehen sind, hatten wir nicht so viel Glück. Also ApeTape, LPC und Chorus, was ganz interessant gewesen wären, so rein von der Optik her, von den SVGs, weil mehr wissen wir nicht, wie das klingt, keine Ahnung. Ja, haben wir nicht hingekommen, einfach nur in diese Datenbank was einzutragen und rumzuprobieren, bis es geht. Da, keine Ahnung, kein Erfolg. Also, naja. Wenn man rausfinden will, wie die Dinger laufen, muss man an diese LDR-Files ran. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber zurück zu diesen Rigol-Oszilloskopen. Ich habe dann einen gefunden, der ein AIDA Pro-Plugin für Blackfin geschrieben hat und auf GitHub geschmissen hat. Allerdings für einen anderen Blackfin, der eben in diesen Rigol-Dingern drinsteckt. Ich habe irgendwie so ein bisschen Kontakt mit dem aufgenommen und gefragt, ich habe noch nie was mit AIDA gemacht, wie geht denn das? Dann meinte der so, ja, das ist ja Jahre her, keine Ahnung. Und außerdem ist es ein anderer Blackfin. Dann habe ich so ein bisschen rumdiskutiert mit den Leuten in diesem Operator One Forum, weil da jemand dabei war, der doch deutlich mehr Ahnung hatte anscheinend als ich. Und auch da habe ich dann so die Problematik erklärt, hier ist dieses Plugin, das kompiliert nicht für was Neueres als Visual Studio 6, wo man nicht mehr so gut drankommt und irgendein altes AIDA-SDK, bin pennen gegangen. Dann bin ich aufgewacht und Jake O'Kay, Grüße nach, ich weiß gar nicht, wo der im Moment wohnt, der ist jedenfalls
arbeitet bei Whisper Systems. Ganz interessant. Und der hat hinbekommen, das AIDA Pro Plugin auf Visual Studio 2012 zu portieren und das AIDA SDK 6.8. Und das war eigentlich schon eine ganz überraschende Nachricht. Dann ist aber noch was anderes in meinem E-Mail-Postfach passiert. Da rede ich mal nicht drüber. So, hallo AIDA. Wie gesagt, ich habe da noch nie mit gearbeitet davor. Ich nenne es mal eine steile Lernkurve. Vor allem, wenn man nicht weiß, ist es ein Layer 8 Problem, weil ich ein total ahnungsloser Typ bin? Ist es ein Problem von AIDA oder ist es ein Problem von diesem von jemand anders zusammengefrickelten Prozessor-Plugin, was er nur dafür geschrieben hat, um sein Rigol-Oszilloskop so ein bisschen auseinanderzunehmen? Das ist also ein relativ frustrierender Prozess. Da kommen dann solche irgendwie Hübschheiten raus. Da kann man auch reinzoomen, das lasse ich jetzt mal, weil mir das schon so... Oh. Und davon gibt es halt vieles da drin. Es ist aber auch so, es waren ja zwei LDR-Dateien. TE-Boot und OP1-VDK-LDR. By the way, wenn man OP1-VDK liest, hätte man auch drauf kommen können, dass da wohl kein UC-Linux drin steckt, sondern eben der VDK. Aber so schlau war ich nicht. Der Bootloader, also TE-Boot, funktioniert super mit diesem Plugin in AIDA Pro. Dieses eigentliche Haupt-OS legt sich halt total auf die Fresse. Da kommen immer Illegal Instructions und dieses Illegal kommt aus dem Parser von diesem Plugin, was derjenige geschrieben hat. Ich bin da noch dran, aber ich bin nicht wirklich weit gekommen. Das ist, wie gesagt, komplett out of my comfort zone. Den Bootloader habe ich dann trotzdem mir, soweit es ging, angeguckt. Die Analyse läuft dann so, also bei mir lief sie zumindest so ein bisschen so, ich gucke mir die Funktion an, hat die Referenzen auf irgendwelche Strings, dann kann ich anhand des Strings, also Debug oder Output Strings, ja schon bestimmen, was die wohl machen wird, die Funktion. Dann gucke ich mir an, wer ruft die auf und wen ruft die auf. Dann gibt es noch diesen Proximity Browser in AIDA Pro, der im Prinzip auch so eine Darstellung macht. Und dann halt irgendwie CPU Manual lesen, was auch nur irgendwie 2000 sonst irgendwas Seiten sind. Aber damit konnte ich ganz gut die, also in der CPU ist auch noch so ein Stück ROM drin, was verschiedene Funktionen hat und da ist halt in dem Manual aufgelistet, welche Speicheradresse in dem ROM welche Funktion darstellt und dann kann man die halt wenigstens auch benamen und sieht dann Sachen, die passieren. Ja, genau, so sieht dieser Proximity-Browser aus, also das ist ein schönes Beispiel, das ist irgendwie das Hauptmenü, was das Gerät anzeigt, wenn man in den Bootloader wechselt, ruft eine Funktion auf Display-Main-Menü, also die habe ich so benannt, die heißt, ursprünglich hieß sie halt so wie die Speicheradresse, wo sie steht, und die referenziert halt diese ganzen Strings, die sie darstellt, die habe ich auch alle benannt, also ist alles ein bisschen Aufwand. Genau, dieser Balken wird so ein bisschen der Freund, wenn man in AIDA Pro ist. Alles, was braun ist, ist schlecht. Alles, was grau oder blau ist, ist gut. Und am Anfang ist halt alles braun und grau. Weil grau sind einfach Daten, also reine Daten. Und braun sind Code, der noch nicht von dir benannt wurde, also wo unklar ist, was der eigentlich macht. Normalerweise, wer vielleicht in dem Vortrag eben von Jens Mücke war, normalerweise sagt einer, oh, ich analysiere das, zip und zap, brrp, und dann ist dieser Balken blau. Bei x86-Code mit richtigen Plugins, naja. Das war da nicht so, deswegen das alles, was da so blau ist, war alles ein Haufen Arbeit. Und, genau. Sachen, die ich in diesem Bootloader dann so gefunden habe, ich habe ein verstecktes Developer-Menü anscheinend so gefunden, das von einem Wert im One-Time-Programmable-Memory, was die CPU hat, abhängt und dann eine andere Darstellung wählt in diesem Menü. Meine Theorie ist jetzt, dass halt die Developer-Geräte bei Teenage Engineering einfach da in dieses OTP-Memory einen Wert X reingeschrieben bekommen und sind dann halt Entwickler-OP1s. Da hatte ich so ein bisschen Skrupel, weil wegen dem OT-Teil von OTP. Hab dann aber nochmal das Manual durchgelesen und es stellt sich raus, dass der OT-Teil gar nicht so OT ist.
wenn man nicht ein eigenes Kommando absetzt und sagt, diese Speicherzelle jetzt auch wirklich locken und dann ist halt vorbei. Also das heißt, es könnte schon sein, dass man einfach so sein OP1, wenn man da den richtigen Wert hinschreibt, in so ein Developer-Gerät verwandeln kann und trotzdem noch zurück kann auf, ich möchte wieder so, wie ich es kaufen kann. Ja, genau, so sieht das aus. Also diese Strings, die man da sieht, 1, Upload Firmware, 2, Function Test, 7, Factory Reset, 8, Format Drive ist das, was der normale Kunde sieht. Und dann gibt es aber halt diese Abzweigung, Shift plus 2, Motherboard Test, Shift plus 3, Shift plus 4 für dieses Developer-Menü. Der interessante Teil ist, diese Tastenkombinationen funktionieren. Also auch wenn sie mir nicht angezeigt werden, ich habe sie ausprobiert, sie gehen trotzdem. Was auch ganz interessant ist. Genau, das war im Prinzip, wie weit ich gekommen bin. Wie gesagt, eigentlich wollte ich hier noch so ein bisschen auch Sachen zeigen. Das machen wir dann jetzt am besten hinterher, weil Starbuck möchte ja auch gleich noch. Was zu tun wäre, dieses IDA-Plugin muss man offensichtlich überarbeiten, damit die eigentliche Hauptfirmware richtig geladen werden kann und wir da mal wirklich reingucken können. Das konnte ich nämlich eben nicht. Damit wir rausfinden können, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Effekten passiert? Also LPC, ApeTape und Chorus. Das würde mich, also ApeTape allein von der Optik her, würde mich sehr interessieren. Man könnte natürlich noch deutlich mehr Grafikspielereien jetzt eben machen, weil darüber, über die Grafiken, hat man eben volle Kontrolle. Da hatten wir einfach nicht genug Zeit. Also ich habe den Vortrag, wann habe ich den eingereicht? Irgendwie eben kurz nachdem ich die ersten Bildmanipulationen hinbekommen habe. Und ja, seitdem viel Kram, bla bla. Bin also nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich gekommen wäre. Aber wie gesagt, diese ganze IDA-Geschichte ist auch einfach... genau, dieses Choplifter-Game, was da eingebaut ist, das ist sehr lustig. Da könnte man irgendwie mal dran rummanipulieren und ein anderes Spiel draus schreiben. Habe ich so einen, irgendwie so eine Flappy Bird-Nummer im Kopf. Da könnte man sehr witziges Zeug machen. Und man könnte natürlich auch anfangen, mal wirklich die Binary so ein bisschen zu patchen und irgendwie zu springen in so eine Textausgabe-Funktion und dann mal ein bisschen sich so langsam da hinbewegen, wirklich mit dem Gerät auch neue Sachen zu machen. Man könnte natürlich auch einfach so eine Visual DSP-Lizenz kaufen, aber $3,500 dafür ausgeben. Was auch noch keiner gemacht hat tatsächlich, also es gibt diese Bilder von dem Mainboard, die ich am Anfang gezeigt habe. Die Rückseite hätte mich halt mal interessiert, weil JTAG-Pins. Aber ich habe immer noch nicht genug Muße, das... Nein. Genau, also... Dankeschön an Wavy, an Jake OK, das sind die Twitter-Namen, also Richard und CL Poon, an Fliederati, an das ganze Operator One Forum und natürlich an Teenage Engineering. Ich habe jetzt eine Folie, auf der einfach nur Fragen steht, aber ich mache die nächste Folie schon mal an, weil wenn ihr einen OP1 besitzt oder einen besitzen wollt, sind hier einfach schon mal eine ganze Menge Links mit Kram. Auf die Idee bin ich gestern gekommen, nach einer Unterhaltung mit den Synthesizer-Leuten. Das einfach an die Wand geworfen und ja. Ansonsten Fragen. Ja, werde ich machen. Also ich mache da irgendwie PDFs drauf und dann. Ich wollte jetzt vorher auf so eine E-Mail nicht so weiter eingehen. Ich will jetzt da auch nicht so nachbauen, aber kann man davon ausgehen, dass es nicht nur E-Mail gebaut hat? Also die Frage war mit dieser E-Mail vorhin. Also ich stehe ja jetzt hier und erzähle darüber. Also sagen wir mal, in der E-Mail stand jetzt nicht drin, dass sie mich verklagen wollen oder sowas. Vielmehr, ja. Also die sind cool. Punkt. noch Fragen? Ansonsten könnte ich... Ja gut, hast du schon mal Apple-Produkte gekauft? Also ich meine, diese Tasche, ja, die Tasche kostet 80. Sehr schön ist auch für das eingebaute Radio, gibt es diese Antenne.
ist 3,5er Klinke auf Antenne und die kostet, glaube ich, auch 20. Also, ja, aber ich habe halt, wie gesagt, Berlin-Hipster ist mein Tipp. Also einfach mal eBay-Kleinanzeigen und eBay abgrasen, funktioniert super. Innerhalb des Displays, ja. Okay. Also das kann ich jetzt nicht nur zusammenfassen für den Stream, aber das kannst du mal den Entwicklern schreiben. Die sind tatsächlich, wie man sieht, auch wenn man sie gar nicht gefragt hat, recht responsiv. Ja. Naja, das ist alles so ein, in diesem Forum war das halt auch so ein Thema. Also ich meine, ich habe halt geschrieben irgendwie, ich kann diese Firmware repacken und das Gerät nimmt die Firmware an und eine der ersten Posts war dann so, ah, alles klar, bau mal einen neuen Effekt ein. Also angenommen, dieses Ganze, was ich erwähnt habe, man kriegt hin, dass das Haupt-LDR-File überhaupt erstmal in IDAPRO passt, könnte man sich es überhaupt erstmal angucken. Und wie viel Einfluss man dann noch so drin hat, das wäre dann alles erst bestimmbar. Und dann bräuchte man da halt auch noch so ein Skillset, was ich eigentlich auch nicht habe. Aber ja gut, jetzt weiß ich zumindest, wie man in IDAPRO rumklickt. Das ist ja schon mal was. Ja, das Gefühl habe ich da tatsächlich auch. Also es ging darum, dass Opcodes reserviert waren und danach benutzt wurden. Ja, also ich habe eben, wie gesagt, in diesem Prozessor-Manual ganz gut rumgelesen und das immer mit dem Plugin verglichen, was den Code eigentlich disassemblen und parsen soll. Und es sieht tatsächlich so aus. Die allererste Instruktion gleich am Anfang, die schief geht, ist ein Move auf ein reserviertes Register, laut Manual. Und da denke ich mir jetzt so, ist das jetzt das Plugin, was das nicht richtig hinkriegt? Also ich habe mir tatsächlich dann auch die Bits angeguckt und das mit dem Manual verglichen und die Zahl, die da rauskommt, ist wirklich in der Registertabelle reserved. Also da habe ich dann halt erstmal dem Parser gesagt, macht daraus bitte mal keinen Fehler, sondern schreib halt eckige Klammer auf Reserved, eckige Klammer zu hin. Das kann man leider ganz toll sagen, weil es eh alles nur irgendwie Strings sind, die dann am Ende angezeigt werden nach dem Parsen. Aber dann stolpert er halt direkt über die nächste Instruktion und das ist halt einfach Sisyphus-Arbeit. Also, und ich weiß halt dann immer noch nicht, ob das richtig ist, was ich da tue, oder ob man einfach, keine Ahnung, an dem Plugin nur irgendwie Parameter XY einstellen müsste und dann geht's plötzlich alles. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das irgendwo erwähnt hatte, was ich natürlich auch super gern hätte. Ich gehe noch mal ein paar zurück hier. Wenn irgendjemand sich mit Radare 2, also der IDA Pro-Killer, möchte ich mal vorsichtig sagen, in Open Source sein wird, wenn sich damit irgendjemand auskennt und mir sagen kann, wie man da so Loader-Plugins und CPU-Plugins für schreiben kann, weil da findet man irgendwie fast nichts zu, immer nur so, hier hast du ein Hello World und jetzt mach mal, dann würde ich da auch mal versuchen, das Ganze über Radare 2 laufen zu lassen, was dann halt also deutlich accessibler ist, weil IDA Pro kauft sich halt nicht jeder. Ich auch nicht. Und genau, dann würden halt vielleicht mehr Leute noch Interesse dran haben, da mitzuarbeiten. Ich gehe wieder auf die Links, falls hier noch jemand haben wollte. Ja. Ansonsten habe ich jetzt laut dieser schönen Falschuhr noch 2 Minuten, jetzt bin ich wieder richtig. Oder weiß ich nicht. Weil das natürlich blöd ist, nach der Uhr zu gehen, weil die Leute kommen ja rein und gehen nach ihrer Uhr. Also in 7 Minuten wärst du drin.
dann machen wir jetzt einfach Realzeit und nicht diese. Das finde ich aber lustig. Überleg mal, wie die Profs dann hier so. Naja, gut. Ja, aber es sind. Ja, gut. Ist alles okay. Wie gesagt, wer Interesse hat, ich könnte auch allein über das Gerät, wie es ohne Firmware-Hacking funktioniert, wahrscheinlich eine Stunde reden, weil es halt einfach echt facettenreich ist und man lustiges Zeug damit machen kann, viel Spaß haben kann und dass die Kohle wert ist, wenn man nicht die 950 Euro Vollpreis dafür bezahlt. Das wollte ich noch dazu sagen. Und wie gesagt, in den Räumen oben funktioniert dieses Ding, deswegen könnte man das auch schön auf dem Beamer machen, also das ist kein Problem, dann wirklich mit mehreren Leuten auch das zu machen. Da muss man dann nicht irgendwie in so einer Traube um das Ding rumsitzen. Also, wenn ihr Lust dazu habt, können wir gleich hochgehen. Vielen Dank.